Hallo, heute gibt's einen Nudel-Hackfleisch-Auflauf. Es ist auch das erste fertige Video mit unserer neuen Kamera, der Sony Alpha ZV E10 mit Tamron-Objektiv. Nach Jahren mit Panasonic-Kameras haben wir jetzt auf Sony gewechselt. Hauptgrund war der Wunsch nach einem verlässlicheren Autofokus. Und der Autofokus ist bei Sony einfach besser. Hier ist alles selber bezahlt, also nichts zugeschickt bekommen, keine Werbung. Die Kamera kann ich auch nur wirklich empfehlen an Leute, die genau wissen, dass sie zu 90-95% eine Kamera zum Filmen suchen. Wer sich nicht sicher ist oder doch gerne fotografiert, ist mit einer anderen Kamera besser bedient. Über das ein oder andere Zubehörteil mache ich auch noch das ein oder andere Video. Leider geht es auch hier nicht ohne weiteres Zubehör. So, dann fangen wir mal an. Zuerst gibt man die Zwiebel, den Knoblauch, das Gehackte und die Pilze in eine Pfanne und brät alles kurz an. Würzen braucht man hier nicht, der Auflauf im Ganzen wird ja noch gewürzt. Einfach ein paar Minuten anbraten und gut ist. Im nächsten Schritt gibt man die Sahne und den Schmand in einen Topf, erwärmt das Ganze langsam und lässt es unter ständigem Umrühren einige Minuten leicht kochen. Man muss schon aufpassen, dass nichts ansetzt oder sogar anbrennt. Nach ein paar Minuten gibt man den Schmelzkäse dazu, entweder gekauften oder einen selbstgemachten. Schmelzkäse selber machen ist nicht schwer, macht auch nicht so viel Arbeit, aber man kann sich sicher sein, dass man auch einen echten Käse hat. Es ist schon komisch, dass der fertige Schmelzkäse nicht mal gekühlt werden muss. Also erstmal etwas mit der Temperatur runter und dann den Schmelzkäse dazugeben. So lange vorsichtig erhitzen und unterrühren, bis sich alles glatt miteinander verbunden hat. Thank you.
sich alles verbunden, gibt man die Gewürze dazu. Ich gebe den Eiwa jetzt nicht dazu. Ich schmecke das später mit Samba Oleg ab. Samba Oleg ist aber schon nicht jedermanns Sache. Mit Eiwa schmeckt es auch ganz gut. Aber auch bei Eiwa gibt es unterschiedliche Geschmacksrichtungen vom Mild bis Schärfer. Wer sich nicht sicher ist, lässt ihn einfach auch weg. Dann gibt man noch Kräuter dazu. Ich habe hier Petersilie genommen. Jetzt gibt man das gebratene Hackfleisch dazu. Für einen Nudelhackfleischauflauf braucht man natürlich auch Nudeln. Ich habe hier 500 Gramm Tortellini gekocht, es gehen aber auch fast alle anderen Nudelsorten. Die gekochten Nudeln kommen jetzt auch in den Topf und man vermischt alles sehr gut. Ich fette hier gerade eine von drei kleineren Auflaufformen mit Trennspray ein und verteile alles, was im Topf ist, auf die drei Auflaufformen, stellvertretend hier die eine. Man kann auch eine große Auflaufform verwenden und Trennspray muss es auch nicht sein. Einfetten sollte man die Auflaufform aber schon. Dann gibt man noch ordentlich geriebenen Käse darüber. Und dann geht das Ganze für ca. 20 Minuten in den Backofen. So, wir sind fertig. Mir schmeckt es immer wieder sehr gut, aber Kalorien zählen kann man sich hier sparen. Vor allem, wenn man den Schmelzkäse auch noch selber gemacht hat. Eine Portion deckt wahrscheinlich den Bedarf für mehrere Tage. Ich hoffe mal, das Video hat gefallen. Und ihr schaut mal wieder rein. Abo und so weiter wäre nett. Ich sag dann mal bis dann, ne? Tschüss!